Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Dien. Wir wurden wieder angegriffen von vielen Geschwistern. Es heißt, euer Gebet ist ungültig. Euer Gebet wird bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht akzeptiert. Warum? Weil im Gebet eure Füße nicht Knöchel an Knöchel, Fuß an Fuß ist. Ihr müsst euer Gebet so machen, sonst ist euer Gebet nicht gültig. Und sie sagen zu uns, laut einer Überlieferung von Anas ibn Malik, radiallahu tabaraka wa ta'ala an, dass jemand, der die Füße nicht dicht aneinander hält, Knöchel an Knöchel, dass solche Leute wie wilde Esel sind. Und sie sagen, diese Überlieferung ist von Anas ibn Malik, radiallahu tabaraka wa ta'ala an, bei Imam Bukhari, rahmatullah alayhi. Liebe Geschwister im Dien, wir haben ganz klare Richtlinien im Dien. Sie haben diese Geschwister, die Lehr-Mazhabiyya, diejenigen, die keine Rechtsschule folgen, die sich aussuchen, welche Gelehrten sie folgen wollen und welche nicht, willkürlich, ohne Wissenschaften studiert zu haben. Liebe Geschwister im Dien, es ist einfach. Sie haben zwei Beweise. Sie haben zwei Beweise von Bukhari und bei beiden können wir antworten. Erster Beweis von ihnen ist von Nu'man ibn Bashir, radiallahu tabaraka wa ta'ala an, ein Sahaba, der gesagt hat, Ra'aytu, ich habe gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Muslimen das gesagt hat. Was hat er ihnen gesagt? Er hat zu ihnen gesagt, Yulziku mankibi bi mankibi, dass sie Knöchel an Knöchel, Fuß an Fuß in der Gebetsreihe stehen sollen. Liebe Geschwister im Dien, der zweite Beweis von ihnen ist von Anas ibn Malik radiallahu tabaraka wa ta'ala an. Anas ibn Malik radiallahu an überliefert und er sagt dasselbe Knöchel an Knöchel, Fuß an Fuß. Was man bei den Überlieferungen nicht vergessen darf, Allama Shah Anwar Kashmiri rahmatullah alayhi sagte, dass Aqlan wa Naqlan batil. Es ist sowohl von der Logik als auch von der Überlieferung, ist diese Überlieferung zu verwerfen, batil. Sie ist ungültig. Warum ist sie ungültig? Wenn man sie wörtlich versteht. Man muss sie majaz verstehen. Please, don't go du 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 du. And the guy is going du 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 du. You go du 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 du. Du 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 du. And the guy is basically literally there and you... Sie sagen zu uns, euer Gebet ist ungültig. Und sie berufen sich diesmal auf eine Überlieferung von Anas ibn Malik radiallahu an, der sagte, betet nicht wie wilde Esel. Er hat sich beschwert und sagte, die Leute, wenn man Fuß an Fuß miteinander beten will, die Leute laufen davor weg, sie verhalten sich wie wilde Esel. Und dann sagen sie zu uns, ihr betet auch wie diese wilden Esel, das heißt nicht Knöchel an Knöchel. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, liebe Geschwister im Dien, gehen wir auf die Überlieferung, den größten und stärksten Beweis der Ahlul Najd-Bewegung, dass man Knöchel an Knöchel, Fuß an Fuß, wörtlich im Gebet einhalten muss. Was ist die Überlieferung von Nu'man ibn Bashir radiallahu an? Nu'man ibn Bashir radiallahu an war zu jener Zeit, als er anwesend war, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete, war er 8 Jahre alt. Manche Gelehrte sagen, er war 6 Jahre alt. Das heißt, wir reden über eine Überlieferung von einem Menschen, der damals ein Kind war. Es ist die Wahrnehmung eines Kindes im Gebet gewesen. Das ist der erste Beweis von den Brüdern, die diese Überlieferung für uns nehmen. Wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Gebet die Kinder immer in der letzten Saf gebracht hat, damit sie also in der letzten Saf stehen. Und das war das Eindruck von einem Kind in der letzten Saf, dass er gesagt hat, Knöchel an Knöchel, dass man die Füße da so im Gebet, die Gebetsreihen einhalten soll. Liebe Geschwister im Dien, wir dürfen eine Sache nicht vergessen bei dieser Überlieferung. Imam Bukhari erwähnt diesen Hadith. Aber dieser Hadith ist eine Taliq-Überlieferung. Eine Taliq-Überlieferung heißt, Imam Bukhari bringt diesen Hadith zwar in seinem Buch, aber er bringt nicht die Kette, er bringt nicht den Sanad in seiner Überlieferung, in seinem Buch. Warum bringt er das nicht? Das macht Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, nur dann, wenn der Hadith die Voraussetzungen, die eigentlich Imam Bukhari hat, nicht erfüllt. Nur dann bringt Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, einen Hadith ohne Kette in seinen Sahih-Werken. Das ist die erste Sache. Die andere Sache, die wir auch nicht vergessen dürfen, der vollständige Hadith von Nu'man ibn Bashir radiallahu tabaraka wa ta'ala an, ist bei Imam Abu Dawud, in den Sunan von Abu Dawud rahmatullahi alayhi. Dort finden wir den vollständigen Hadith. Und dann geht es nicht nur um Knöchel an Knöchel, sondern auch um Knie an Knie.
Schulter an Schulter. Das heißt, es ist nicht nur Knie, es geht auch um die Schultern und Knie wird dabei auch noch erwähnt, nicht nur die Knöchel. Des Weiteren, der zweite Beweis von den Geschwistern, die uns den Hadithen bringen, ist ein Hadith von Anas ibn Malik, radiallahu tabaraka wa ta'ala an, der auch sagte, Yulziku mankibi bi mankibi wa qadami bi qadami, dass er sagte, man hat die Füße, sowohl diese Überlieferung von Anas ibn Malik, radiallahu an, als auch die Überlieferung von Nu'man ibn Bashir, radiallahu tabaraka wa ta'ala an, beide Hadithe sind nicht wörtlich zu verstehen, sagen die Ulama. Man soll es im eigentlichen Sinne verstehen, dass die geraden Reihen, die geraden sollen immer gerade sein, diese Reihen. Sie sollen Schulter an Schulter, sie sollen keine Lücken lassen, sie sollen parallel zueinander stehen. Das ist der Sinn der Überlieferung, die wir in den Hadithwerken von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haben. Ibn Hajar Asqalani, rahmatullah alayhi, sagt, Al-Muradu bidhalika, und das Ziel von diesen Überlieferungen ist, dass die Gebetsreihen gerade sind. Nicht nur er, Allama Badruddin Al-Aini, rahmatullah alayhi, der es auch in seinem Kommentar zu den Bukhari-Werken gebracht hat, er hat dasselbe gesagt. Er hat gesagt, man darf diese Überlieferungen nicht wörtlich verstehen. Der Sinn der Überlieferung ist, dass die Gebetsreihen gerade sein sollen, dass man keine Lücken lassen soll und dass man parallel zueinander stehen soll. Liebe Geschwister im Dien, die Überlieferungen, wenn sie so glasklar werden, dann müssten wir mehr Überlieferungen haben als nur diese zwei Überlieferungen, viel mehr authentische Überlieferungen haben. Aber die Tatsache, dass Anas ibn Malik radiallahu an sagte, dass die Menschen zu seiner Zeit, damals in der Zeit von Muawiyah radiallahu tabaraka wa ta'ala an, die Leute nicht die Knöchel an Knöchel gemacht haben und er gesagt hat, sie fliehen wilde Esel, beweist nur eine Tatsache, dass die Menschen diese Sunna nicht kannten. Es war nicht eine Sunna Mustamir, es war keine Sunna Mashur, es war keine bekannte Sunna, keiner kannte das. Und wir wissen noch eine weitere Sache, wenn ein Sahabe weiß, dass eine Sache eine Sunna ist, er wird diese Sunna tun, selbst wenn er sein Leben davon verliert. Das kann keine Sunna gewesen sein, weil sonst hätten das erstens alle Sahabe gemacht und zweitens, die Sahabe würden trotzdem darauf bestehen. Wir wissen, dass Ibn Umar radiallahu tabaraka wa ta'ala an wegen einer Sunna bis zu seinem Sterbebett mit seinem Sohn nicht mehr geredet hat, wegen einer einzigen Sunna. Die Worte von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, كيف أفعل شيئا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wie soll ich etwas machen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht hat? Das waren die Sahaba. Diese Überlieferung heißt nicht, dass es falsch ist, wenn man nicht Knöchel an Knöchel macht. Die Überlieferung heißt nur, dass es keiner kannte. Niemand kannte das. Deswegen, liebe Geschwister, der Sinn der Überlieferung ist Schulter an Schulter. Sinn der Überlieferung ist, dass da keine Lücken sein sollen. Sinn der Überlieferung ist, dass man parallel zueinander stehen soll. Das ist das Verständnis der Ulama gewesen. Nicht nur von Ibn Hajar, nicht nur von Allama Badruddin Aini, nicht nur von Maulana, von Allama Shah Anwar Kashmiri, von den meisten Ulama, die wir finden. Ich habe zu euch gesagt, Imam Malik Rahmatullah Alayh, Abu Hanifa Rahmatullah Alayh, Imam Shafi Rahmatullah Alayh und Ahmad Ibn Hanbal Rahmatullah Alayh. Deswegen, liebe Geschwister im Dien, vergisst eine einzige Sache nicht. Sufyan Uyayna Rahmatullah Alayh, den Imam Sha'rani als eine eigene Schule angesehen hat, sagte, die Hadithe sind eine Fitna, außer für diejenigen, die Fiqh studiert haben. Please, don't go du-du-du-du-du-du. And the guy's going du-du-du-du-du-du-du. You go du-du-du-du-du-du-du. And the guy's basically literally there and you...